Sexy Texte braucht das Land. Martin Rudolph, Hafner Communications, schönen guten Tag. Du möchtest wissen, was ein sexy Text ist. Und das möchte ich dir jetzt mal anhand eines Beispiels erklären. Und zwar stell dir folgende Situation vor. Ein Mathematiker kommt zu dir, es ist Frühling und er möchte von dir wissen, wo die Kinder herkommen. Und du möchtest ihm das erklären und überlegst, wie kannst du das am besten erklären, dass er das verstehen kann. Und ich habe da folgenden Vorschlag. Und zwar, ihre Kleidung subtrahieren, ihre Schenkel dividieren, seine Potenz addieren und so die Nachkommenschaft multiplizieren. Und das ist genau das, was ein sexy Text tut. Er spricht die Sprache des Kunden. Und dabei ist das Thema auch völlig irrelevant. Wenn das Thema langweilig ist, aber die Sprache so gut gewählt ist, eben sexy ist, dass das Thema trotzdem gut rüberkommt, dann wird dein Kunde dich verstehen. Und dann wird er auch genau die Reaktion zeigen, zu der du ihn animieren willst. Und eben das ist das, was ein sexy Text tut. Er möchte spannend sein, er möchte gelesen werden, ja, er ruft dem Leser förmlich zu. Lies mich durch! Martin Rudolph, Hafner Communications, sexy Texte braucht das Land. Vielen Dank.